Mit Sylt 1 fit in den Sommer. Wir stellen Ihnen diese Woche 5 der beliebtesten Sportarten auf der Insel vor. Heute Kitesurfen. Mit Speed über das Meer. Kitesurfen ist auf Sylt nach wie vor eine der beliebtesten Trendsportarten. Bis zu 500 Menschen im Jahr bringt die Surfschule Sunset Beach in Westerland das Wasservergnügen bei. Für 240 Euro können Anfänger das Kitesurfen lernen. Einer der Surflehrer ist... Hallo, ich bin der Dirk, ich bin der Kitesurflehrer jetzt hier im Sunset Beach auf Sylt. Bin vor 2 Wochen angekommen und bin jetzt für die Saison 2013 hier auf Sylt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und so geht es während des Anfängerkurses auch nicht sofort raus aufs Meer. Erst einmal wird geübt, den Lenkdrachen zu steuern. Auf dem Wasser werden nämlich Kurs und Geschwindigkeit über die Steuerung des Schirms geregelt. Dieser steigt bis zu einer Höhe von 25 Metern in die Luft. Hauptkomponenten beim Boarden sind dann das Körpergewicht, die Schirmgröße sowie die Windstärke. Kitesurfen ist ja eine Fun-Sportart, die jetzt auch hier auf Sylt betrieben wird. Wir haben hier viele verschiedene Spots, wo wir hingehen können. Wir haben ja eine Insel, demnach können wir auf jeder Seite der Insel bei jeder Windrichtung kiten gehen. Immer mit den perfekten Bedingungen für Anfänger, um auch den besten Spot zu finden. Kitesurfen im Vergleich zu Wellenreiten hat einen Vorteil, dass man sich jede Welle natürlich aussuchen kann und sie nicht erst anpaddeln muss. Man hat ja quasi einen Motor in der Luft, und zwar den Kite, der einen überall dahin bringt, wo man hin möchte. Wer jetzt Lust bekommen hat, das Kitesurfen auch mal auszuprobieren, der kann sich direkt beim Sunset Beach in der Brandenburger Straße 15 anmelden.